herzlich willkommen zur ersten Gerichtsverhandlung in Retownia. Altschauerberg. Ja. Altschauerberg. Der Name ist so behindert einfach nur. Alter, so, jetzt Backen halten. Ja, wir werden heute tatsächlich, man hat mich gerade einstimmig zum Richter von Retownia für heute Abend ernannt und wir verhandeln heute. Nee, nicht heute. Einstimmig, ich hab nichts gesagt. Aber ich werde. Ruhe auf den billigen Plätzen. Cool. Was willst du eigentlich da hinten, ey? Max, willst du jetzt aufs Maul oder was? Max, im Moment in diesem Gerichtssaal bin ich deine einzige Chance, hier halbwegs heil rauszukommen. Ja, und damit kommen wir auch schon zur Strafsache. Verhandelt wird das, wird die Strafsache Retownia gegen Max Games wegen, Vanva, du hast, aufgeführt? Ich habe auch eine Nebenklage, ja. Ah, okay, gut. Dann, ja, anwesend sind Bobank als Zeuge. Acel als Gerichtsdiener. Auf der Klägerbank haben wir Nana als Hauptkläger und Chris als Nebenkläger. Nee, umgekehrt. Okay, Entschuldigung. Das steht nicht über euren Köpfen. Dann ist Chris halt der Hauptkläger, Nana ist der Nebenkläger. Wanda macht heute meine Sekretärin, ich meine meinen Gerichtshelfer. Und, Sekretärin, ja. Ist gleichzeitig Nebenkläger. Ja, ich würde sagen, wenn alle soweit sind, erkläre ich. Ja, was ist mit mir? Was ist das für eine Frechheit? Entschuldigung, ich dachte, das wäre klar, dass du der Angeklagte bist. Ja, ich finde es übrigens sehr schön, dass einer mir gerade eine Shotgun gegen meinen Kopf hält, aber okay. Acel, so weit sind wir noch nicht. Du kannst wieder zur Tür gehen. Danke. Alles klar. Dann erkläre ich hiermit die erste Gerichtsverhandlung von Retownia gegen Max Games für eröffnet. Okay, Nana ist ein scheiß König, ihr seid alles Fotzen, ich bin frei. Angeklagter, bitte warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Ja, zuerst einmal beginnen wir mit der Verlesung der Anklageschrift. Alles klar, euer Ehren. So lobe ich das. Wann also, Staatsanwalt bist jetzt vorlesen. Ja. Dadurch, dass ich ja Staatsanwalt gleichzeitig auch bin. Dem Angeklagten Max Games wird zur Last gelegt, während seiner Amtszeit als Kriegsminister diverse Verbrechen begangen zu haben und unter anderem Vertuschung. Eine Aufzählung der Verbrechen, bitte. Und der Verbrechen, alles klar. Konfiszierung von Gegenständen, die eigentlich nicht konfisziert werden durften. Unter anderem Werkbänke für Geräte. Unter anderem Fahrzeuge. Und soweit ich das mitbekommen habe, wurden sogar Fahrzeuge konfisziert. Wie, soweit ich das mitbekommen habe, ein Panzer, der nicht mal aufmunitioniert war. Und ein Flugzeug. Und ein Flugzeug, ja. Ich hoffe, der Helikopter von Ösi. Angeklagter, wären Sie so nett und würden in der Mitte des Raumes Platz nehmen. Ja, alles klar, das mache ich gerne. So, fürs Protokoll bitte noch einmal Ihren Namen. Ja, ich bin der Max Games. Wunderbare 20 Jahre jung. Und ich lebe schon seit 10 Jahren in der wunderschönen Stadt Retownia. Seit es quasi gegründet wurde. Dann kläre ich Sie mit auf, dass Sie natürlich von einem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen können. Sie müssen nicht sagen, alles, was Sie sagen kann und wird definitiv gegen Sie verwendet werden. Wie äußern Sie sich zu den Vorwürfen? Sagen zu dürfen. Max Games. Okay. Sie haben die Vorwürfe gehört, der Anklage. Genau. Zuallererst. Ja, das stimmt. Ich habe Sachen konfisziert. Allerdings im Auftrag des Königs, des vorherigen Königs, nicht zu dem König, der jetzt da sitzt, sondern des vorherigen Königs. Wir haben nämlich einen Eid, oder beziehungsweise ich habe einen Eid geschworen, im Auftrag des Königs und der Stadt, und beziehungsweise für den Frieden der Stadt, Sachen zu konfiszieren, die gefährlich für den Frieden sein können. Unter anderem waren es, wie schon genannt, Boxen für Geräte, wie es genannt wurde, nicht irgendwelche Geräte, zum Beispiel Werkzeuge oder was, nein, für Waffen und für Kriegsfahrzeuge. Und das, euer Ehren, deutet ja sehr darauf hin, dass sich jemand vorbereiten wollte, einen Krieg oder einen Anschlag zu planen. Und das wollte ich verhindern.
Mhm. Und zum zweiten Punkt, dass Fahrzeuge geklaut wurden. Ja, ich habe von Ösi den Kampfhelikopter bekommen, allerdings unter Ösis Zustimmung. Ja, ich habe das Ganze natürlich auch mit Konfiszierung unterdrückt, aber er hatte auch die Einwilligung gegeben, dass ich diesen Helikopter holen konnte. Des Weiteren, mit dem Panzer, das ist nämlich gut, dass du das erwähnst, weil komischerweise wurde niemals irgendwas von einem Panzer gesagt und niemand hatte irgendwas gesagt, dass er einen Panzer besitzt. Den Panzer habe ich nämlich hinter der Militärbasis unter der Erde gefunden, zufälligerweise. Und wenn das mal nicht darauf hindeutet, dass irgendjemand ja wohl was geplant hat, ob er munitioniert war oder nicht, das stelle ich ja nicht in den Raum. Aber überhaupt so ein Fahrzeug in unserer schönen, friedvollen Stadt zu besitzen, ist katastrophal und das musste ich unterdrücken. Vielen Dank, vielen Dank. Plädieren Sie auf schuldig oder nicht schuldig, Angeklagter? Auf nicht schuldig. Okay, die Staatsanwaltschaft, Fragen an den Zeugen? Ja. Oder Angeklagten, Entschuldigung. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar bezüglich des Panzers. Ich habe mit meinem Mandanten vorher gesprochen bezüglich, was entwendet wurde von Ihnen. Und da wurde halt ein Panzer mit aufgelistet. Dementsprechend fand ich das ein bisschen merkwürdig. Ankläger, ja. Bitte formulieren Sie eine Frage. Ja, Entschuldigung. Wie kann es denn sein, dass Sie einen Panzer direkt unter der Militärbasis gefunden haben, obwohl da eigentlich kein Panzer hätte sein können? Das Ganze habe ich an meinen König zu verdanken, da er seine Brille gewechselt hatte und für kurze Zeit in gewissen Bereichen durch die Erde durchgucken konnte. Also quasi eine Infrarotbrille. Und hatte dort ein Wärmebild in Form eines Panzers entdeckt. Und hatte natürlich als König dann den General geboten, dort mal nachzuschauen. Und das Ganze wurde dann bestätigt anhand des Panzers, den ich dann konfiszieren musste. Aha. Okay. Dann stellt sich jetzt nur die Frage, dadurch, dass ich ja jetzt zum nächsten Bürgermeister gewählt wurde, warum haben Sie die Sachen, die konfisziert wurden, nicht an mich übergeben? Weil ich es für unnötig finde, solche Sachen, die den Frieden quasi unterdrücken, Leuten wiedergeben. Ich gebe quasi den Leuten die Möglichkeit wieder, Krieg in die Stadt zu bringen. Und das ist halt, ich finde, als Bürger der Stadt und auch die Stadt liegt mir sehr am Herzen und der Frieden natürlich auch. Ich möchte, dass wir in Gemeinschaft hier in unserer wunderschönen Stadt leben. Und da finde ich es nicht gut, dass solche Leute sowas wiederbekommen. Okay. Warum wird denn sowas nicht zur Verteidigung von Personen außerhalb genutzt? Inwiefern? Ja, man hätte es ja auch im Endeffekt. Können die Herren der letzten Reihe bitte mit den Spielereien aufhören, sonst muss ich sie des Gerichtssaals verweisen. Okay. Man hätte es ja auch zur Verteidigung nutzen können, anstatt es gleich zu konfiszieren. So ist das gemeint. Man hätte es machen können, natürlich. Allerdings hätte man einen Bescheid des Königs gebraucht. Man hätte ein Formular beim König ausfüllen müssen und das quasi dann bei sich aufbewahren. Wenn man dann das vorzeigen kann, hier, ich habe ein Formular des Königs, ich darf die Sachen behalten, für meine eigene Sicherheit, ist alles gut gewesen. Aber das hatten sie nicht. Warum haben sie denn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass man das hätte machen können? Muss ich nicht. Sowas muss von den Bürgern aus herkommen. Soweit ich weiß, gab es sowas nicht. Dementsprechend finde ich es ein bisschen merkwürdig. Hatten Sie sich denn informiert darüber? Natürlich. Ich habe auch mit dem ehemaligen Bürgermeister gesprochen und er wusste davon zum Beispiel gar nichts. Kann derjenige das bezeugen? Ich bin noch nicht im Zeugenstand.
Die Reihenfolge der Zeugenbefragung überlassen Sie bitte weiterhin mir. Hat der Staatsanwaltschaft noch Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Okay. Ah! Wow! Was zum Teufel? Was ist da los? Es ist ein Aufstand außerhalb, der muss niederknüppeln werden. Angeklagter, Sie dürfen gerne wieder auf der Anklagebank Platz nehmen. Vielen Dank. Nein, wir müssen fliehen. Das kann nicht sein. Alle raus hier. Gerichtsdiener, wir haben einen Flüchtigen. Oh, ich komme. Schießen Sie ihn. Ich krieg mich nie. Komme, wo ist der Abgehauen? Ich krieg mich nie weit. Wo ist der da hingekommen? Herr Vorsitzender? Ja, bitte. Ich beantrage damit die Erweiterung der Klage um Entziehung vor Beamten. Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Geh mal kurz über den Funk. Gerichtsdiener, haben Sie den Angeklagten schon gefunden? Wir sind noch auf der Suche. Ich habe so das Gefühl, er ist in östlicher Richtung im Untergrund. Ist eine reine Intention von mir als Richter mit meiner Richterbegabung. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Back from the underground, back for more. Notfalls Gewalt anwenden. Ich habe nur noch 3 Schuss, mein Lord. Ihr werdet keine Gewalt anwenden können. Ich erschaffe die Bombe. Ihr dürft keine Gewalt wenden. Das ist nicht in eurem Recht. Der Bürgermeister sagt, es darf die härteste Gewalt angewendet werden, die es gibt. Ja, okay. Okay. Dann habe ihn gefunden. Okay. Moment, ja, ist gegenüber des Angeklagten. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Moment. Ich komme. Ja, okay, ich komme wieder. Raus da. Ja, ist okay, ich komme ja. Nicht schießen, es ist alles okay. Ich werde nichts tun. Ich werde wieder zurückgehen. Aber das finde ich in Ordnung, dass unser werter Herr König das genau jetzt gesagt hat, weil das finde ich sehr, sehr gut. Ja, nur gegenüber des Angeklagten darf Gewalt angewendet werden. Der Angeklagte darf keine Gewalt anwenden, weil sonst heißt es ein Angriff auf Staatsbeamte. Oh, Arti, alles klar. Was ist denn da drauf? Ich glaube, der Sheriff ist dem Prozess zum Opfer gefallen. Ich erhelfe mal bei der. Vielleicht muss ich mal meinen Hammer schwingen. Ich glaube, es wird gerade ein Anschlag versucht. So, Gerichtsdiener, führen Sie den Angeklagten bitte wieder zur Bank. Der Rest nimmt bitte wieder Platz. Alle wieder rein. Erstmal schönes Jerky. No card. Wir werden erstmal mit der Verhandlung fortfahren, bis der Zeuge Bobank wieder zugegen ist. Ich hab dich jetzt ganz genau im Auge, mein Freund. Mach doch, komm! Herr Staatsanwalt, Ihr nächster Zeuge? Ja, ich hätte gern den Herrn Ex-Bürgermeister Wannwag in den Zeugenstand gerufen. Hallo. Ich muss ja neu reinkommen. Alter, nicht wirklich. Erstmal, weißt du, so, ne, kein Bock, wiedersehen. Bitte, Astrid, ich muss mal wieder wechseln. Oh. Bitte, Ruhe im Gericht. Ruhe. Timon, bitte im Chat antworten. Ich möchte gerade nicht so viel auf den Chat eingehen, während wir aufnehmen. Danke. Herr Vorsitzender, Herr Staatsanwalt. Ja. Fürs Protokoll bitte noch einmal Ihren Namen sowie Ihr Alter. Also, ich bin Mr. Wanwa. Ich wohne jetzt lebhaft im Altschauerberg 1 seit dem 16. Januar 2017. Und, Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Ich bin nicht mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert. Dann mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie keinerlei Zeugnisverweigerungsrecht haben. Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Ja, ist es wahr, dass Sie, Komm vom verfickten Baum nicht runter! What the fuck? ist es wahr, dass Sie, in Auftrag gegeben haben, sämtliche Kriegsmaschinerie, zu konfiszieren?
Ich habe in Auftrag gegeben, dass der Verteidigungsminister alles konfisziert, was gegen die Sicherheit der Nation verstößt. Haben Sie denn auch in Auftrag gegeben, dass ein sogenanntes eine sogenannte Besitzurkunde vonnöten ist, um die Sachen zu behalten? Das habe ich nicht in Auftrag gegeben. Ich habe nur von dem Antrag von Max gehört und diesen nicht widersprochen. Zugestimmt habe ich dem nie. Okay. Ja. Wie ist Ihre Meinung gegenüber der Herausgabe? Da ich kein Staatsoberhaupt mehr bin, Vorsitzender. Wow, ich werde angegriffen. Unser Richter ist in der Luft. Ich beantrage die Weiterführung der Verhandlung. Ich bin jetzt auch wieder in der Aufnahme, da gab es einen kleinen Cut. Okay, wir waren beim Verhör von Mr. Wanwa als letztmaligen Amtsinhaber. Herr Staatsanwalt, noch weitere Fragen an den Angeklagten, an den Zeugen? Nein, keine weiteren Fragen. Okay. Herr Angeklagter, da Sie sich selber verteidigen, haben Sie jetzt die Gelegenheit, dem Zeugen Fragen zu stellen? Ja. Eine Frage habe ich. Und zwar nur eine einzige. Was bist du eigentlich für ein Wichser und fällst mir in den Rücken? Hallo? Ich habe sie verteidigt. Ich habe so viel für dich getan. Der Zeuge so antwortet bitte nicht auf diese Frage. Zurück, indem du mich einfach so hintergehst. Ordnungsgeld. Du bist so eine käuferische... Herr Angeklagter, mäßigen Sie sich. Ansonsten werde ich Sie des Gerichtssaals verweisen. Wie kann er nur? Wie kannst du nur, Wanwa? Du warst mein König, du warst mein Vorgesetzter, ich habe alles für dich getan und das zahlst du mir so zurück, indem du mich so hintergehst. Gerichtsdiener, bitte einen zarten Klaps in den Nacken. Wag dich. So. Wenn der Angeklagte jetzt noch ein weiteres Mal Fehlverhalten an den Tag legt, werde ich sie des Gerichts verweisen und wir werden in ihrer Abwesenheit verhandeln. Nein, okay, aber trotzdem, Wanwa, du bist mir so in den Rücken gefallen, ich habe dir vertraut, du warst wie ein Bruder für mich und dann machst du sowas. Möchten Sie eine Frage formulieren? Warum tust du das? Danke. Ich habe sie verteidigt. Ich habe es abgemildert. Indem du mich verrätst? Nein, ich habe es abgemildert, ich habe nie dir zugestimmt, dass sie der Täter sind. Du hast alles negativ über mich. Warum läuft die Musik? Ich guck mal, was so die Lage ist, ne? Ja, genau. Geh mal bitte raus und gucken, ob alles okay ist. Wonderful. Du hast so nicht, dass du alles negativ ist. Über mich erzählt. Ich bin gerade nur Boss von dem, also das kann durchaus sein. Eine. Hardcore. Ein Einwand, Herr Vorsitzender. Ja, bitte. Ich möchte noch hinzufügen, dass dies alles unter einer Gesetzeslage passiert ist, die heute unter einer demokratischen Regierung unter dem Herrn Nana nicht mehr gültig ist. Das ist mein letztes Wort als... Was? Dem kann ich nur zustimmen. Ja. Allerdings, da Sie kein Zeugnisverweigerungsrecht besitzen, das ist so eine absolute Frechheit, was du tust, ey. Das der ist so eine Frechheit, Alter. Ich würde dich am liebsten so töten. Ruhe im Gericht. Bitte, wie war das? Da Sie als Zeuge keinerlei Zeugnisverweigerungsrecht haben, belassen Sie die Entscheidung, was die letzten Worte sind, bitte mir. Killst du ihn? Ja, aber natürlich, Herr Vorsitzender. So, Staatsanwalt, noch Fragen? Möchten Sie ein Kreuzfeuer? Nein, keine weiteren Fragen. Herr Wanwa, Sie dürfen sich wieder auf den Platz des Protokollanten und Gerichtsdieners Ist der zweite? Nee, ist der andere. Vielen Dank. Machst du eben gerade mal Platz? Herr Staatsanwalt, Nebenkläger, haben wir noch weitere Zeugen für die Anklage? Nein, haben wir nicht. Herr Angeklagter, haben Sie noch Zeugen? Aber ein Schwert ist so schlecht. Nein, habe ich nicht. Okay. Was ist mit Chris? Frag ich mich auch die ganze Zeit. Achso, ja, so ja, ja, doch, ja. Kleine, ja. Kratte,
Geh mal weg. Eine miese Ratte, Mann. Ich hab extra den Staatsanwalt. Das wirst du noch so bereuen, das wirst du so abgrundtief. Super, Alter. Toi. Also haben wir noch weitere Zeugen, meine Herren? Ja, Herrn Chris. Okay, dann bitte in den Zeugenstand. Das wirst du bereuen, Mann, Alter. Das wirst du. Ruhe! Was willst du eigentlich? Du bist hier gar nichts, Alter. Ich bin der mit der Pumpgun in der Hand. Du hast vom König überhaupt keinen Befehl bekommen, irgendwas hier zu sagen. Warum sitzt du überhaupt neben mir? Was soll das? Ich will ihn nicht neben mir haben. Der Angeklagte, das ist die letzte Verwarnung. Ah, toll, das ist außerhalb gewesen. So. Dürfte ich kurz ein Exempel statuieren? Nein, dürfen Sie nicht. Schade. Herr Zeug, bitte einmal fürs Protokoll Ihren Namen und Ihre Wohnzeit. Antrag abgelehnt, definitiv. Hallo, ich bin der Chris LP und ich wohne gleich nebenan. Ich habe noch keinen Straßennamen bekommen. Deswegen kann ich leider doch keine genaue Adresse angeben. Hart, hey. Das macht nichts. Sind Sie mit dem Angeklagten in irgendeiner Art und Weise verwandt oder verschwägert? Nö. Gut, dann haben wir Verweigerungsrecht. Ich sammle das alles auf. So, Herr Staatsanwalt, ich glaube, ich plätte den alleine lieber. Ist das wahr, dass Ihnen diverse Boxen konfisziert wurden, die eigentlich an Ihnen wieder herausgegeben werden sollten? Ja, das stimmt ganz genau. Und zwar hatte ich verschiedene Boxen bei mir aufgestellt, die für Verteidigungszwecke aufgestellt waren. Die hat der Herr Max Games mir aber konfisziert. Unter dem Vorwand, dass ich angeblich Kriegstreiberei dadurch betreibe. Aber das ist nur Verteidigungszwecke. Also deswegen habe ich hier. Hoffe ich auf mein Recht, dass ich die diese Sachen wieder zurückbekomme. Verstehe. Keine weiteren Fragen von meiner Seite her. Herr Angeklagter? Ja, ich habe eine Frage. Wieso drängst du dich denn so darauf, die Sachen wiederzubekommen, wenn du plötzlich doch einen Titan bauen kannst und anscheinend ja doch die Sachen jetzt wieder hast? Einspruch, irrelevant. Was für irrelevant? Ich lasse woher will er denn sonst einen Titan bauen? Das kannst du nur durch so eine Box Herr bauen. Herr Angeklagter. Was denn? Halten in meinem Gerichtssaal. Ich lasse die Frage zu. Das ist so eine Frechheit hier, das Ganze, Alter. Herr Angeklagter, Sie haben mitbekommen, dass ich die Frage zugelassen habe. Zeuge, bitte beantworten Sie die Frage. Es stimmt, inzwischen habe ich mir ein neues Werkzeug dafür gebastelt. Oh ne, jetzt kommt die Scheiße. Damit ich wieder die Möglichkeit habe, mich teidigen. Der Titan selber ist nur für Abbau ausgerüstet und wird auch nichts anderes haben. Dann möchte ich aber kurz noch einwerfen, euer Ehren, dass vor kurzem an unserem Bürgermeister oder was weiß ich, Nana, an seinem Haus ein bisschen rumgewerkelt wurde und plötzlich ein Loch da war und da der Titan sehr zum Abbauen und alles zuständig ist. Was sagst du denn dazu? Nanas Haus? Ja. Das kann der werte Herr Nana auch, glaube ich, bezeugen. Ah, ich werde von Zombie verfolgt, wenn ich spiele. Ja. Ich weiß, dass mir jemand einfach meinen geklaut hat. Oder naja, was heißt geklaut, geliehen? Also ich muss wirklich zugestehen, euer Ehren, ich habe den Titan einmal benutzt, um mit ihm rumzugehen. Der ganze Titan ist allerdings vor meinem Haus stehen geblieben, weil kein Sprit mehr drin ist. Deswegen haben sie ja noch den Rundbrief von dem König, also von unserem Bürgermeister, dass der konfisziert wurde, aber Chris ja noch eingewendet hat, dass es seiner war. So, ich sehe nicht. Nachdem das Ganze war, Scheiß blind, bin ich auf den Server gegangen, um bei Nana kurz vorbeizuschauen und habe dieses Riesenloch entdeckt. Ja, mhm. Und oh, ja, da der Titan ja zum Abbauen da ist, würde ich sagen, dass Chris da sehr okay, schon zu spät. Okay. Ich bin schon dran gewesen. Dass Chris da sehr, sehr verdächtig wird. Okay, was hat denn der gedroppt? Miniaturhaar, Zwölfuhr, ne? So. Ganz ehrlich, warum ist meine Box? Box hab ich nicht. Meine ganzen Sachen. Herr Vorsitzender? Ja, bitte. Dürfte ich um einen Move
von Bobank und Phoenix für die Dauer der Verhandlung bitten, wenn diese nicht dann gegen... Weg, ne? Das wäre wahrscheinlich hilfreich. Das wäre fantastisch. User left your channel. User left your channel. Okay. Ich hab dich schon die ganze Zeit gemutet, ey. Herr Staatsanwalt, noch Fragen an den Zeugen? Nein, keine weiteren Fragen. Oh, ja. Angeklagter, noch weitere Fragen? Ich auch nicht. Dann dürfen Sie wieder Platz nehmen. Herr Vorsitzender. Ja, bitte. Ich hätte einen Einwand an den Zeugen, Chris. Sie dürfen ihn formulieren, Herr Angeklagter, Sie antworten nichts, bis ich den Einwand gehört habe. Okay. Herr Chris, wie äußern Sie sich denn zu der Tatsache des alleinstehenden Panzers, der in der Stadt gefunden wurde? Das ist ein sehr guter Einwand, Zeuge. Bitte antworten Sie im Nachhinein noch auf diese Frage. Ich habe zwar gehört, dass ein Panzer rumsteht, aber mir ist nichts bekannt, woher der kam. Euer Ehren, darf ich kurz was dazwischen liegen? Bitte. Das halte ich für eine totale Lüge, da dein werter Herr Verteidiger, der liebe Nana, gerade eben noch gesagt hat, dass ein Fahrzeug von dir, und zwar ein Panzer, beschlagnahmt wurde von mir. Sprich, du musst wissen, dass es dein Panzer war. Du kannst niemals bezeugen, dass es nicht dein Panzer war. Es war dein Panzer. Deswegen halte ich das für eine Lüge. Okay, zur Kenntnis genommen. Protokollant, korrigieren Sie mich, aber ich kann der Aussage des Angeklagten nur zustimmen, dass die Beschreibung des Panzers vom Ankläger auf Chris zugemünzt war. Ist das im Protokoll auch so vermerkt? Das habe ich ja auch so stehen. Okay, gut. Das nehme ich zur Kenntnis. Sie äußern sich bitte erstmal nicht dazu, dass hier in der Verhandlung jetzt noch nicht um Ihre Lügen geht. Ich glaube, wir haben soweit alles gehört. Ich werde mich dann jetzt kurz zur Beratung zurückziehen mit mir selber und werde dann gleich das Urteil fällen.